Einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Bei der Begegnung zwischen G2 und den Flash Wolves hat man gesehen, dass ein epischer Backdoor zum Sieg geführt hat. Das ist quasi einer der Games, wo die Stats eines Toplaners völlig egal sind. Du splitpushst einfach denen die Seele weg. Und Splitpush-Strategien kennen wir schon seit Jahren. Das ist absolut bekannt. Die Sidelane führt quasi auch zum Nexus. Eine Abwandlung dieser Strategie ist das sogenannte 1-3-1. Für diejenigen, die das nicht kennen, es ist quasi eine Art Double-Splitpush. Du hast einen oben, einen unten und drei in der Mitte. Das ist der grobe Plan, 1-3-1. Auch diese Strategie wird sehr gerne gefahren. Na, ESG zum Beispiel ist damit sehr, sehr erfolgreich und dominiert die deutsche Szene. Hierbei muss man allerdings sagen, dass das Ganze nicht einfach durchzuführen ist. Das 1-3-1 ist eine der schwierigsten Taktiken. Naja, und wir wären nicht bei den Worlds, wenn das Ganze nicht noch auf ein neues Level gebracht wird. Denn das moderne 1-3-1 wird mit einem sogenannten Libero gespielt. Jetzt werden natürlich einige sehr, sehr verwirrt sein. Maxi, was macht denn der Libero bei LoL? Ich meine, es gibt Fußballskins, aber was ist denn damit gemeint? Denn dies ist nämlich ein Ausdruck, den Johnny sehr, sehr gern verwendet. Denn es gibt Champions in League of Legends, die ins 1-3-1 reinpassen und noch dazu unfassbar mobil sind. Das bedeutet, sie können im 1-3-1 jederzeit von einem Ort zum anderen. Nocturne ist hierbei das allerspeziellste Beispiel. Er ist quasi aktuell der absolute Albtraum der Worlds. Denn mit einer 75%igen Winrate ist er nicht nur gut dabei, sondern genießt bei einigen sogar eine absolute Prio, also First Pick Prio. Was man eigentlich bei den Worlds nicht haben sollte. Nicht als Nocturne. Naja, und wir werden jetzt einen Blick darauf werfen, wie er das Ganze noch besser und noch spezieller macht. Weil das Standard 1-3-1 wird nicht selten mit einem Double Teleport gespielt. Na, ESG macht das zum Beispiel gern mit Corki. Und wenn der, ja, der spielt dann Camille oder Fiora oder irgendeinen sicken Toplaner. Atrox kann man zum Beispiel auch nehmen. Das heißt, die Grundstrategie besteht darin, dass man in der Mitte ausharrt, aushält, weil nicht selten hast du dazwischen 3 bis 4 Mann gegen dich. Entscheidend ist hierbei, dass beide Lanes Winning Lanes sind. Das heißt, sie gewinnen. Vielleicht nicht in der Laning Phase an sich, aber sie scalen besser als der Gegner. Das heißt, im Laufe der Zeit ist man in der Lage, den Gegner an den Turm zu drücken und diesen auch zu nehmen, ohne dass dieser wirklich eine Gegenwehr hat. Sollte er sich wehren, besiegst du ihn mit dem Scaling. Okay, so eine Camille, so eine Fiora im Late Game, die zerberstet dich. Da kannst du sein, was du willst. Ja, du wirst sterben. Das ist also der Grundplan. Man besiegt den Nexus nicht frontal, sondern schlicht und ergreifend über die Sidelanes. Und die drei Charaktere in der Mitte stabilisieren das Ganze. Denn sollten sie gegen 5 Mann antreten, hat man 2 Lanes, die gepusht werden, was sehr effizient sein kann. Und sollte der Gegner nur einen Split-Pusher entgegenstellen, hat man ebenfalls einen Free-Push. Das heißt, die Strategie an sich ist sehr schwer durchzuführen und nicht unfehlbar. Ein Counter ist zum Beispiel ein absoluter Hard-Engage. Denn diese Team-Comp will nicht fighten, die hasst Teamfights. Beziehungsweise kann sie diese meistern, ist aber nicht unbedingt überragend darin. Es kommt ein bisschen auf Setups an. Das heißt, die Frage, die es nun stellt, ist, was macht Nocturne so besonders? Denn er ist in der Lage, zwischen den Lanes zu sein und bei Bedarf zu engagen. Hierbei muss man natürlich dazu sagen, dass Nocturne 2 Optionen hat. Na, wenn er das Engage-Tool ist, platzt er nicht selten. Wenn er aber das Support-Tool ist, dann eskaliert er. Das heißt, sollte deine Seite in einer besseren Position sein, kann Nocturne durch seine hohe Reichweite, durch das Chaos, was auch mit der Ultimate gebracht wird, sehr, sehr schnell einen Split-Push weiter voranbringen. Sollten nämlich die Gegner sich auch aufgeteilt haben, ist Nocturne natürlich 60 Mal schneller vor Ort. Und diesen schnellen strategischen Wechsel haben die Leute bemerkt und gehen dann natürlich auf unterschiedliche Art und Weisen vor. Das heißt, wenn man das Ganze steigern möchte, hat man zum Beispiel noch einen Tahm Kench dabei. Auch er ist in der Lage, das Dreiergespann quasi aufzuspalten und schneller vor Ort zu sein, um eine besagte Sidelane natürlich noch besser unter Druck zu setzen. In dieser 1-3-1-Variante wird also nicht nur darauf gesetzt, dass man eine Winning- und Scaling-Lane hat, sondern man unterstützt diese noch massiv, indem bei Bedarf wohlgemerkt noch ein Nocturne oder ähnliches zur Stelle ist. Weil normalerweise will der Gegner ja den Split-Push in einem 2-1 oder im 3-1 besiegen. Und das kann funktionieren. Ja? Mit 3 Leuten kriegt man vielleicht eine Full-Item-Build-Fiora tot. Sollte aber ein Tahm Kench oder Nocturne dazukommen, dann shifte das Ganze. Weil nicht selten ist ein guter Split-Pusher, auch Jax gehört da zum Beispiel dazu, in der Lage ist, gegen mehrere Leute aufzunehmen. Und nimmt dabei noch 1-2 mit. Ein Nocturne als Unterstützer zu haben, als Libero, der zwischen den Positionen hin und her wandelt, sich im Jungle aufhält und über epische Distanzen gerade im Late Game gut dazukommen kann, stellt hier eine Riesenbedrohung dar. Und G2 hat diese Strategie mehrmals gefahren. Und beziehungsweise sind viele Teams dabei, die das Ganze so machen. Aber bei G2 war das Ganze sehr spektakulär, denn während die Gegner am Baron oder ähnliches beschäftigt worden sind, weil der Gegner ist natürlich auch aktiv, konnte Wonder in dieser Situation das Game legit beenden. Er hat die Sidewave und pusht nicht nur die ganzen Turrets und die Sidelane down, sondern er gewinnt das Spiel. Er zieht es in der Situation einfach eiskalt durch. Und das ist eine Sache, die einem guten 1-3-1 oder bei einem guten Split-Push verheerend ist, wo der Gegner nichts machen kann, weil er muss sich entscheiden. Kümmere ich mich um den Split-Pusher und muss da viele Ressourcen investieren? Oder kümmere ich mich um größere Teamfights, wo alle mit dabei sind, die aber im Umkehrschluss gewonnen werden müssen, und zwar fast.
Denn je länger du dir Zeit lässt, desto mehr hat Wanda die Option, selbst zu pushen oder gar dazu zu kommen. Weshalb natürlich das Double TP oder ein normales Teleport da sehr, sehr nützlich ist. Sollte es brenzlig sein, kann das Split-Pusher immer die Entscheidung treffen, aus dem 1-3-1 ins 5-0 reinzugehen. Und eine Camille, vielleicht gemeinsam mit einem Guy oder ähnliches, is not bad. Sie ist jetzt nicht fürs Teamfighten gemacht, das auf jeden Fall nicht, aber mit einem späten Teleport dazukommen, kann auch seine Vorteile haben, gerade wenn schon Ultimates und andere Fähigkeiten raus sind. Und G2, wie auch andere Teams, waren bei den Worlds in der Lage, das 1-3-1 sogar noch auf ein höheres Level zu heben, indem man noch einen Libero dazwischen packt. Das heißt, Nocturne kann durch die Gegend schweben, ein Tahm Kane ist ebenfalls sehr bedrohlich. Teilweise können sogar Long-Range Ultimates helfen. Hauptsache, du unterstützt deinen Split-Pusher aktiv. Gut, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und ihr konntet das lernen. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.